Hallihallo und guten Morgen. Herzlich willkommen zum Live. Heute zum Thema Rauhnächte. Ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen, euch darüber berichten. Ich möchte, dass ihr Fragen stellen könnt. Und vor allen Dingen möchte ich euch animieren, die Magie zu nutzen. Die Rauhnächte eben. Genau. Für alle, die jetzt da sind, es wäre super schön, wenn ihr mir mal ein Herzchen schickt, damit ich weiß, ihr hört und ihr seht mich, dass technisch alles gut ist. Und ich habe mir gedacht, passend zu den Rauhnächten bringe ich ein bisschen Glitzer, Magie heute hier auch mit ins Bild. Genau. Ja, warum die Rauhnächte? Warum bin ich so ein Fan der Rauhnächte? Ja, seit über 13 Jahren nutze ich mittlerweile schon die Magie der Rauhnächte. Am Anfang noch sehr, ja, mit wenigen Dingen, also immer dabei waren natürlich die Wünsche, ganz klar. Aber es hat sich so nach und nach erweitert. Ich habe Dinge ausprobiert, Neues gelernt und ja, in den letzten 13 Jahren wirklich so alles zusammengebracht, was die Rauhnächte unterstützt, was meine Wünsche unterstützt. Und genau deswegen habe ich auch im letzten Jahr dann das erste Mal die Rauhnachtsbegleitung angeboten, weil so viele gefragt haben, wie schaffst du es immer wieder, deine Wünsche, deine Ziele auf diese magische Weise zu erreichen? Ja, die Rauhnächte sind ja vom 25.12. bis zum 5. Januar. Und jede Nacht steht ja für einen Monat im Folgejahr. Und diese Zeit zu nutzen ist ebenso kraftvoll, denn man sagt so schön, da verschwimmen die Welten, da ist alles offener und ich kann nur sagen, ja, man nimmt viel mehr wahr, vor allem, wenn man darauf achtet und sich Zeit und Raum nimmt, das auch wahrzunehmen. Denn wenn ich natürlich permanent im Tu-Modus bin, dann werden die magischen Momente verpuffen. Und das ist so, so schade, denn nicht nur bei mir entwickelt sich dadurch immer so dieses Wünsche werden wahr, sondern eben auch bei meinen Kundinnen. Und auch bei meinen Freundinnen, also alle, die das nutzen. Und wie begleite ich die Rauhnächte? Zum einen gibt es jeden Tag morgens ganz früh einen Zauberbrief von mir. Und da teile ich mit dir das Thema dieses Tages, also der Monat des kommenden Jahres. Gib dir Impulse, Inspiration, gib dir auch Anleitungen, was dich stärkt, was dich unterstützt. Und auch immer wieder Impulse zum Aufschreiben. Und in diesem Jahr motiviere ich auch nochmal, sich auf jeden Fall ein Journal zu holen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist meins aus dem letzten Jahr, das wird auch das aus diesem Jahr weiter sein. Denn da kann man genau diese Dinge auch alle reinschreiben. Ne? Also ihr seht hier, ich habe da echt viel reingeschrieben, was war an den Tagen. Da sind auch meine Wünsche drin, denn dann kann ich sie immer abhaken, wenn sie wahr geworden sind. Also dieses Journal zu führen in der magischen Zeit der Rauhnächte ist einfach wundervoll, weil die Impulse, Träume, alles, was man wahrnimmt, ja, nimmt man mit in das neue Jahr. Und genau, dazu gibt es also jeden Tag einen wundervollen Zauberbrief. Es gibt bewusst in dieser Zeit auch keinen Call, denn das soll ja die Zeit des Rückzugs sein. Ihr sollt euch mit euch beschäftigen. Aber wir haben am 18. Dezember um 20 Uhr einen Startcall. Diesmal bewusst sogar früher als im letzten Jahr, um wirklich nochmal darauf einzugehen, wie wünsche ich richtig? Denn Achtung, was du dir wünschst. Wünsche werden wahr. Wenn die Wünsche nicht richtig gewünscht sind, dann kommt ganz häufig die Enttäuschung. Und genau davor möchte ich ja, euch schützen oder möchte euch meine Erfahrungen eben auch teilen. Das wird also auf jeden Fall ein Thema sein, aber auch ich erkläre alles, ich sage euch, was euch unterstützen kann und ihr könnt einfach schauen, was davon möchte ich bei mir einbauen, wie möchte ich es praktizieren, denn auch hier, jeder ist ganz individuell und deswegen bekommt ihr auch total individuelle Tipps, damit ihr das, was euch unterstützt, wirklich auch nutzen und einbauen könnt. Genau. In dem Call könnt ihr natürlich alle Fragen stellen, es wird per Zoom stattfinden, das heißt, wir sehen uns und wir können in den Austausch gehen. Und dann, wie gesagt, kommen die Zauberbriefe und dann wird es am 7. Januar 2024 um 20 Uhr einen Live-Call geben.
wo wir den Abschluss gemeinsam zelebrieren. Jeder hat dann noch einen Wunsch übrig, um den er sich selbst kümmern darf. Und ja, darüber können wir uns austauschen, wir können unsere Erfahrungen teilen. Es wird also ein offener Austausch sein und auch das, dieser Austausch, darüber zu sprechen, die Kraft unserer Kehle für die Manifestation zu nutzen, ist einfach magisch, ne? Und so, so unterstützend. Und ja, ihr kriegt alle meine Tipps, was ich nutze, alles, was ich weiß, was funktioniert und was dich unterstützen kann. Und vor allen Dingen dieses, ich nehme mir Zeit für mich, es tut dir gut, es tut auch deiner Familie gut. Und es, natürlich gibt es auch Tage am 25. oder 26. oder so, wo du sagst, boah, da steht viel im Family-Programm. Ja, dann machst du halt an dem Tag nur das Thema Wünsche verbrennen und eben sonst vielleicht nichts. Oder du sagst dir, boah, ich ziehe mich mal eine halbe Stunde raus, gehe vielleicht im Wald spazieren und lass die Impulse aus dem Zauberbrief da wirken. Wie auch immer, es ist kein Muss, es ist alles ein Angebot. Genau. Und es kannst du dir so ein bisschen auch vorstellen wie so ein Buffet. Du nimmst dir die Punkte, die dich ansprechen und die nutzt du für dich. Ja, gibt es aktuell hier Fragen? Ich habe jetzt erstmal so beschrieben, wie es die Reise mit mir ist und wie dieser Glitzer, diese Magie, die jetzt auch hier zu sehen ist, in dein neues Jahr mitkommt, wie es in dein Leben, in deine Wünsche, in deine Ziele kommt. Ja, wenn Fragen sind, stellt sie gerne. Mir ist wirklich wichtig zu sagen, es ist kein Hokuspokus und es ist auch nichts Seltsames, sondern wir nutzen einfach die Möglichkeiten. Und ihr wisst, ich stehe ja auch für die Energie und wie schön, wenn wir diese Zeit, diese Energie aus dieser Zeit nutzen können für uns, für unsere Energie. Es stärkt, es sind auch Dinge dabei, die ja, deinen Körper stärken, die deine Seele stärken, die aber auch dein Herz erfüllen. Ne? Und genau das, selbst wenn du sagst, klingt so ein bisschen mystisch, magisch, weiß ich nicht, es sind ganz praktische Dinge auch dabei, die dich in jedem Fall in deine Energie, in deine Kraft bringen, dich unterstützen. Und warum nicht einfach ausprobieren? Was könnte denn schlechtestenfalls passieren? Nichts. Und das niemand, wo nichts passiert ist. Und was könnte bestenfalls denn passieren? Dass genau deine 13 Wünsche wahr werden und du in einem Jahr da sitzt, so wie ich heute, 12 meiner Wünsche sind erfüllt. Es ist noch ein einziger offen. Und das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei. Oder für diesen Wunsch, der wird vielleicht im nächsten Jahr erst kommen. Das heißt ja auch nicht immer, dass alles sofort kommt, ne? Auch Geduld zu haben. Aber auch bei meinen Kundinnen, mit denen ich gerade reflektiere, wo wir schauen, so, ach, wo stehst du? Was ist mit deinen Wünschen aus den Rauhnächten? Das ist magisch. Ja, bei den meisten ist es so, zwischen 2 und 3 Wünsche sind noch offen. Und einfach da noch das Vertrauen zu haben, wir haben ja noch einige Tage bis zum Jahresende und das ist unbeschreiblich. Und dann sich wirklich vorzustellen, ein Jahr später sitzt man da und sagt, wow, diese Wünsche sind wahr geworden. Und das sind keine kleinen Wünsche, das kann ich dir versprechen. Wir hatten alle sehr große Wünsche und wundervolle Wünsche. Genau, jetzt gucke ich mal, ob es hier Fragen gibt, von denen die da sind. Also traut euch ruhig, fragt, wenn ihr Fragen habt. Anmelden könnt ihr euch ganz normal über meine Webseite, über den Link in meiner Bio. Ihr findet Anmeldung überall, das ist gar kein Problem. Und noch wichtig zu wissen, die beiden Zooms, also am 18.12. und auch der Zoom am 7.1., die werden aufgezeichnet. Falls du also sagst, an den beiden Tagen 20 Uhr klappt bei dir nicht, dann kannst du trotzdem im Nachgang dir das per Zoom anschauen. Du kannst trotzdem dabei sein und du hast trotzdem auch alle Informationen aus diesen beiden Calls. Das heißt, du kannst nichts verpassen. So, jetzt dringe ich mal was. Ihr könnt gerne eure Fragen in den Chat schreiben. Und dann kann ich das beantworten. Ja, so schön, dass ihr live dabei seid bei der Rauhnachtserklärung. Und Fragen kommen keine rein, wie es aussieht. Ja, falls auch Fragen auftauchen, könnt ihr das gerne unter dem Live, könnt ihr die Fragen stellen. Ihr könnt mir natürlich eine persönliche Nachricht schicken und ich beantworte die. Ansonsten findet ihr auch gerade aktuell meinen Blogbeitrag. Da geht es auch genau um die Magie der Rauhnächte, ne?
wie kann dieser Glitzer, den ihr hier seht, in euer Leben kommen. Und ja, ich freue mich darauf, den Weg mit allen Teilnehmenden zu gehen. Es wird eine magische Zeit. Und da keine Fragen da sind, wünsche ich euch jetzt einfach einen wundervollen Tag. Achtet gut auf euch und ja, bis bald.